Professor Lux, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium. Es ist das 40. dieses Jahr, 2017. Es gibt ja verschiedene Arten von Brustkrebs oder auch wo sie, an welcher Stelle sie entstehen. Jetzt gibt es ja als spezielle Form den lobulären Brustkrebs. Was ist da anders? Das lobuläre Karzinom, über das haben wir die letzten Jahre sehr wenig gesprochen, muss man auch sagen, weil wir mehr in diese genetischen Subtypen gehen, Luminal A, B, Triple Negativ, da spricht keiner mehr von lobulär. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, das Lobuläre ist doch klinisch gesehen für unsere Patientin eine ganz besondere Entität, hat ein paar besondere Charakteristika, dementsprechend müsste man eigentlich drüber sprechen. Und das werden wir hier auch auf dem San Antonio Kongress sehen. Hier gibt es eine eigene Session, die sich nur mit dem lobulären Karzinom beschäftigt. Was ist an dem lobulären denn so besonders? Wie gesagt, es geht hier nicht um die Genetik, sondern um eine Eigenschaft, die eigentlich unter dem Mikroskop beschrieben wird vom Pathologen. Und das Lobuläre geht nicht aus den sogenannten Milchgängen der Brust hervor, den Ducti, es ist kein duktales Karzinom, sondern aus den Läppchen. Und deshalb nennt man es lobulär. Was ist ganz besonders typisch für dieses Karzinom? Es wächst anders. Also wir kennen es vom duktalen Karzinom, das ist eher so als Kugel. Wächst, leicht zu operieren ist, auch früh zu ertasten ist oder in der Bildgebung zu sehen ist. Das Lobuläre wächst eher so sternförmig, breitet sich aus über die Milchgänge und wird deshalb auch häufig leider entweder gar nicht gesehen in der Bildgebung oder nicht getastet oder sehr spät. Und das ist der erste wichtige Punkt beim Lobulären. Er stellt uns vor einer operativen Herausforderung, nämlich das im Gesunden zu entfernen und wenn es so sternförmige Ausläufer hat, die alle auch mit zu erwischen. Deshalb, obwohl es zum Beispiel meistens hormonpositiv ist und grundsätzlich eher dann eine gute Prognose hat, bereitet es uns operativ mehr Herausforderungen. Das kann auch bedeuten, dass beim lobulären Karzinom häufiger mal die Brust entfernt werden muss, um alle Ausläufer zu erwischen. Das zweite Problem beim lobulären, ich habe es ja schon gesagt, es ist häufig hormonpositiv. Das heißt, wenn wir dann eine Chemotherapie vor der Operation durchführen, schaffen wir es häufig nicht, es deutlich zu verkleinern. Also die Komplettremission, dass der Tumor gar nicht mehr da ist zur OP, haben wir beim lobulären Karzinom sehr selten. Lohnt es sich dann trotzdem vorher die Chemotherapie zu machen, also die Behandlung, oder sagt man dann können wir es sowieso erst machen wir es halt nach der Operation, wenn wir genau wissen, dass wir alles erwischt haben? Insgesamt wird das lobuläre Karzinom seltener neoadjuvant therapiert, auch aufgrund seiner Eigenschaften, weil es halt hormonpositiv ist, weil es sehr langsam wächst. Also wir haben häufig Wachstumsgeschwindigkeiten, das sogenannte Ki-67 von 5-10%. Da wissen wir, dass die Chemotherapie kaum was bringen wird. Und deshalb landet es erstmal im ersten Schritt eher in einer operativen Entscheidung und dann mit der großen Herausforderung, da wir es nicht groß verkleinern können, wie können wir es noch brusterhaltend operieren oder müssen wir in dem Fall die Kombination von Entfernung der Brustdrüse mit Rekonstruktion der Patientin anbieten? Ist es denn möglich, wenn man das Drüsengewebe komplett entfernt, dann die Haut zu erhalten in dem Fall? Also wenn der Pathologe auch bestätigt, allseits im Gesunden und da reichen wenige Millimeter, dann können wir auf jeden Fall die sogenannte Skin-Sparing-Mastektomie durchführen. Also dann mit Prothese zum Beispiel rekonstruieren, aber den Hautmantel der Drüse sehr gut erhalten. Weil es ja doch auch nochmal ein Unterschied ist, weil es doch gefühlsmäßig was anderes ist, als wenn man die Haut mit wegnehmen muss und dann irgendwie anders aufbaut. Und auch für nach der Operation gibt es Besonderheiten beim lobulären Karzinom, die wir uns zum Teil nicht erklären können, aber beobachtet haben. Zum Beispiel was die endokrine Therapie angeht. Es ist ja mittlerweile, sind beide Optionen okay, von Anfang an mit einem Aromatasehemmer bei postmenopausalen Frauen zu beginnen oder eine Sequenz zu machen. Erst Tamoxifen und dann Aromatasehemmer oder andersrum. Die Ausnahme ist das lobuläre Karzinom. Hier gab es die BIG-Studie und die hatte gezeigt, dass das lobuläre Karzinom sehr davon profitiert, die Patientin, wenn wir von Anfang an mit einem Aromatasehemmer beginnen. Und das ist eine ganz spezielle Besonderheit, die wir uns biologisch nicht direkt erklären können, aber die in der Studie sehr, sehr deutlich beschrieben worden ist. Und dem empfehle ich bei postmenopausalen Frauen immer, dann ein Aromatasehemmer von Anfang an, in diesem speziellen Fall, also nicht mit Tamoxifen zu beginnen.
bei den Frauen vor den Wechseljahren würde man dann vielleicht auch die Eierstöcke ausschalten und dann auch einen Aromatasehemmer geben, weil es so ein spezieller Fall ist und ein besseres Ansprechen ist? Ist natürlich eine sehr gute und herausfordernde Frage. Dafür habe ich aber keine Datenlage. Also ich kann jetzt nicht einer prämenopausalen Frau die Eierstöcke entfernen ohne die entsprechende Datenlage. Auch wenn der Gedanke sehr gut ist. Also es könnte funktionieren, aber das kann ich leider nicht beweisen. Also Frauen vor den Wechseljahren würden weiterhin Tamoxifen bekommen. Mhm. Und falls sie in der Zeit in die Postmenopause kommen, würde man dann auf den Aromatasehemmer nochmal wechseln. Das auf jeden Fall. Und wenn wir über das lobuläre Karzinom sprechen, dann sollten wir auch nochmal in die metastasierte Situation schauen. Da gibt es nämlich auch Besonderheiten. Das lobuläre Karzinom, wenn es metastasiert, dann grundsätzlich ist es prognostisch günstiger. Aber wenn es metastasiert, hat es so ein paar ganz typische Punkte. Erstens, es passiert häufig sehr spät. Das heißt, Jahre bis sogar Jahrzehnte später kann das passieren. Zweitens, ein nicht ganz typisch für Brustkrebs, was ja häufig in Leber und Lunge metastasiert, ist das lobuläre, sehen wir eine sogenannte Karzinose. Das heißt, eine flächige Ausbreitung der Tumorzellen im Bauchfell oder im Lungenfell. Das nennen wir Pleura- oder Peritonealkarzinose. Und das stellt uns auch vor großen Herausforderungen. Wenn zum Beispiel 10 Jahre später die Patientin auf einmal Bauchwasser, Aszitis entwickelt, müssen wir herausfinden, handelt es sich jetzt um einen Eierstockkrebs oder, ach, da war ja vor 10 Jahren ein lobuläres Karzinom. Das könnte auch ein metastasiertes lobuläres Karzinom sein. Und von der Therapieansätzen sind die komplett unterschiedlich. Ein Eierstockkarzinom wird komplett operiert, der gesamte Tumor entfernt. Eine Patientin mit einem metastasierten lobulären Karzinom bekommt eine Systemtherapie, also medikamentöse Therapie. Also da ist es wichtig, immer dann im Hinterkopf zu behalten, da war ja mal was, wenn wir solche Peritonealkarzinosen sehen. Jetzt haben Sie ja vorher gesagt, in der Adjuvant, also beim frühen lobulären Karzinom, ist die Chemotherapie nicht so wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Trifft das dann bei einer metastasierten Situation auch zu? Also würde man eher diese vielen anderen Möglichkeiten der antihormonellen Therapie schauen, zu therapieren? Oder da macht das lobuläre Karzinom keine Ausnahme. Da halte ich mich an den grundsätzlichen Regeln. Wenn die Patientin symptomlos ist, der Tumor weiterhin hormonpositiv sich darstellt, also eine Biopsie sollte man machen, zum Teil auch machen wir eine Laparoskopie, gucken in den Bauchraum, gewinnen Proben, lassen die untersuchen. Wenn es hormonpositiv ist und die Patientin noch keine Symptome hat, steht hier auch die endokrine Therapie an erster Stelle. Wenn eine Symptomatik da ist und Druck, Darmverschluss etc., Schmerzen, dann müssen wir auch in dem Fall die Chemotherapie machen. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.